Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, deswegen lassen wir halt mal. Und ja, viel habe ich mir in dieser Folge nicht vorgenommen, in dieser Aufnahmesession. Wir werden ein bisschen durchs Ödland rumeiern und, weiß ich nicht, noch ein paar Sachen erkunden, die ich noch nicht aufgedeckt habe und so. Und ja, gucken wir mal, was von Zukunft. Ich muss noch ein bisschen Zeit totschlagen bis zum 300. Part. Weil da will ich das Nuka World DLC starten, so ungefähr. Und ins Institut müssen wir ja auch noch rein. Und das, weiß ich nicht, dauert noch ein paar Parts oder so, keine Ahnung. Wir sind ja noch bei Part, weiß ich nicht, 85, 86, irgendwie so weit, weiß ich jetzt nicht. 285. Und ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. So, offscreen habe ich ein bisschen gelevelt. Ich habe ganze 3 Level bekommen. Boah, ich habe 3 Level Ups noch übrig, weil ich die ganze Zeit Lernkurve gemacht habe. Ja, wie oft, das war bestimmt 10 Mal. Ja, nicht alle abgeschossen, manchmal fehlgeschlagen. Aber ist ja egal, wir kriegen ja Erfahrungspunkte. So 480 kriege ich. Und ja, deswegen dachte ich mir, machst du die ein paar Mal und jetzt habe ich 3 Level Ups und die gehen wir jetzt aus. Guck mal, ein bisschen lauter. Ja, ich höre ja nichts. Gut. Was nehmen wir denn? Ich habe mir irgendwie vorgenommen, ein paar Sachen zu nehmen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, welche. Ja, ich wollte einen Punkt in Stärke einpacken, damit ich hier Genauigkeit vom Abfeuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert machen kann. Weil das kann ja, glaube ich, auch nicht schaden, ne? Also dann kriegen wir da einen Stärkepunkt noch. Können wir mehr tragen, mehr austeilen. Das ist, glaube ich, die einzige Fähigkeit, die ich hier noch haben möchte. Also nehmen wir hier einen Punkt. Stärke bei Jungs. Dann nehmen wir hier, mein Gott, die Taten aus. Ich dachte irgendwie, ja, egal. Ruhige Hand. Aus der Hüfte. Das ist beim Erlöser vielleicht sehr gut. Der hat ja schon aus der Hüfte so eine richtig geile Genauigkeit. So, und dann wollte ich mir hier die nehmen. Action Boy. Du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich um 25% schneller. Da habe ich auch in Fallout 3 benutzt. Nur ich glaube, da hat dann mehr AP gegeben. Ja, ich glaube, ja. Egal. 25% schneller AP heilen. Ja, warum nicht? Ja, damit. Oha. Gut, geil. So, haben wir 3 Level-Ups auf einmal. Können wir mehr tragen jetzt? So 10, ja. Sehr geil. Also Nahkampfwaffen können wir jetzt auch mehr, wie ich habe. Ich habe 1 Strahlung. Weil ich habe 549 HP. 550. Und ja, was ich noch gedacht habe, ich habe Diva 4 mal genommen. Grenzenloses Potenzial, weil ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, irgendwie eine Waffe gefunden, wo die auch den gleichen Effekt hat. Und da habe ich mir gedacht, ich tue die mal hier auch ein bisschen aufbessern. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht aufgebessert, oder? Ich mache das folgendermaßen. Ich muss ja voll oft in die Gunner Plaza rein und die hinterlassen alle Energiezellen, also für Laserwaffen und so, und da hab ich mir gedacht, nimmst du mal die mit, ich habe jetzt irgendwie so 1200 Munition. So, besser Automatiklauf. Und meine ganze Munitionskapazität, da ist, muss ja nie nachladen, ne? Gucken wir mal, wie das hier abläuft. Was? Geil. Geil. Und hat unendlich. Willst du auch mal mit mir reden hier über deine Lebensgeschichte oder so? Anscheinend nicht. Ich wollte jetzt hier runterspringen, aber ich sterbe immer. Dann mache ich immer, wenn ich zu faul bin, das Menü zu öffnen und Laden zu drücken. Also hier so. Und ja. Warte mal, geh mal eine Runde schlafen. Wir gehen jetzt einfach mal vor die Tür und machen irgendwas. Ja, gut ausgeholt, 10% Erfahrungspunkte mehr. Und ja. Wir haben einfach jetzt alles kaputt, was das Pech hat, uns in die Quere zu kommen und erkunden alles, was wir ja noch haben. Ich habe hier, glaube ich, aber in der Gegend schon alles erkundet. So in der Gegend. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was, was ich noch nicht habe. Ja, wir laufen, wir tun jetzt einfach irgendein Random-Zeug machen. Weil so wie ich das geplant habe, so wie das Projekt enden wird, ist erstmal alles hier erkunden,
also nee, nicht alles erst erkunden, sondern erstmal so viel wie möglich erkunden, wenn ich gerade keine DLCs mache, was ja jetzt nur noch eins ist. Und dann, wenn ich halt DLC fertig habe, erstmal alle Nebenquests machen und dann ja, machen wir die Hauptstory. Also spielen das Spiel komplett durch, sehen die Endings an und was weiß ich. So wird er dann ablaufen. Also die Endings von denen, ich weiß, dass jede Fraktion hat irgendwie, je nachdem, welche man sich anschließt, wie weit man für die arbeitet und so, dass man daraufhin auf ein bestimmtes Ende hinzuspielt, das weiß ich jetzt schon mittlerweile. Und deswegen werde ich die als allerletztes machen. Ich weiß, danach gibt es noch irgendwie so Sachen, die man nachträglich machen kann, so spezielle Missionen für diese Fraktion, je nachdem, welche man genommen hat. Aber das sind meistens immer so wiederholbare Sachen, glaube ich. So, ich sollte mal vielleicht den Rand hier so entlang gehen. Das könnte vielleicht gut sein, weil, wow, mit dem möchte ich jetzt nicht hier unbedingt. Naja, ich habe ja auch Stärke jetzt, ein bisschen mehr, ne? Weil ich meine, mich zu erinnern, vor 3 war immer das in den Rändern, weiß ich nicht, auch irgendwie verschiedensten Sachen war. Vor allem, wenn das hier genauso wie hier ist, ne? Also hier, wo das außerhalb von diesen Dingen ist, dann muss ich da auch noch erst recht vorbeilaufen, weil dann weiß ich ja nicht, ob ich da noch außerhalb der Karte laufen kann. Deswegen, ja, wollen wir da lang. Warte mal, meine Aktionspunkte hier regenerieren sich jetzt auch schneller, ne? 25%. Oh Gott, was ist das denn? Ich habe jetzt meinen General Chaos nicht dabei. Keine Ahnung. Ja, Strahlungsschaden gegen die am besten. Das ist jetzt auch eigentlich eine Entschuldigung, oh, von uns gern. Entschuldigung für mich hier so ein bisschen zu leveln. Damit ich nicht andauernd hier nur dieses Dings machen muss. Hier dieses Lernkurve. Diese Lernkurve. Immer wenn ich da zu Gunner Plaza geschickt werde, dann bekomme ich die meisten Erfahrungspunkte, weil da sind unglaublich viele Leute, die ich erledigen muss immer. Na? So. Spiel aber noch auf schwer, ne? Der hat jetzt nicht überleben, ne? Nein. Sehr schwer. Ich bin immer paranoid bei sowas. Ich im Menü rumfuchtel. Hi, was geht, na? Versorger, ja. Oh, mal hier mit. Mein Gott. Ein Visier von dem Teil, ne? Ah, schon. Wenn ich so irgendwie unterwegs bin, offscreen irgendwelche Sachen mache, so mit Leuten, dann sehe ich auf der Karte unten immer noch irgendwelche Sachen, die ich nicht erkundet habe. Jetzt laufe ich hier durch die Gegend und finde nichts. Gutes als Videospielkarma, wie ich es nenne. Don't feed the bears. The bears, Die Bären, die Bier gefressen haben. Ja, gefressen. Was ist das? Behemoth. Geil. Ja. Soweit habe ich jetzt nicht so mich eingestellt. Ja, radikal Bekehrung ab jetzt, glaube ich, nicht so bringen. Okay. Fatman habe ich natürlich auch nicht dabei. Was zum? Stirb. Was? Was war das denn? Ich hätte ja viel früher gehen sollen. Was ist das denn hier?
Jetzt Deunensch aus Autosarat. Okay, da war jetzt. Mann, ich bin unglaublich stark. Okay, Behemoth mit zwei, nicht ein paar Schüssen erledigt, kein Problem. So, ich tue jetzt hier mal irgendwie eine Markierung oder so. Jetzt damit ich nicht dauernd auf die Karte gucken muss. So, wir gehen. So, weiß ich nicht, hier lang. Nee, hier lang. So, Bams. So. Den Marker vorher, da haben wir doch was, was ich noch nicht gefunden habe. Obwohl kann auch sein, dass Wohnwagen. Ich habe immer noch nicht diese eine Wohnwagensiedlung mit den Eichhörnchen wieder gefunden. Diesen Spielstand, glaube ich. Kann natürlich sein, dass ich einige Orte hier wiederfinde, die ich schon besucht habe. Mein vorherigen Spielstand. Das ist ein neuer Spielstand hier. Also ja, kann auch sein, dass sowas passieren könnte. Ich habe Orte wiederkomme, die ich eigentlich schon gesehen habe. Was? Ich will nicht neu starten, bist du eigentlich irre? Der PC will sich neu starten, will sie mich auf den Arm nehmen? Weil mein Mikrofon hat auch schon wieder umgespinnt. Aus irgendeinem Grund. Warum? Ich habe da gar nichts dran gemacht. So, das sieht aber aus wie das von dem Eichhörnchen. Das heißt, die sind coole, ne? Okay. Oder Bär. Bärs. Weg, stich dich kaputt. Willst du mich? Voll die Stärke. Er wird überhaupt nicht gestunt von meinen Angriffen. Oh, meine ganze Macht! So. Okay. Ich glaube, da ist doch ein neues Gebiet hier. Außer ich finde hier von den Typen hier, diese Holobänder. Mit den Geschichten, diesen Eichhörnchen. Und dann ist auch noch irgendwo ein Gebiet, glaube ich. Schon mal neu zu sein, ja. Ist ja was? Ich glaube nicht. Noch einer. Geh aus dem Weg. Ja, du kommst da nicht durch die Tür, ne? Du bist so fett. Sehr gut. Okay. Aus dem Punkt habe ich übrigens auch wieder genug. Auch durch die Bruderschaftsmission. Na, was hat hier? Abgeschlossen. Ey. Ja, das ist halt nächstes Gebiet. Oh nein, ich habe wieder Munition. Die ist unter 900 irgendwas. 900, 1000. 1000, unter 1000, meine Güte. Wie sieht denn der Löser jetzt aus? Ich nehme an, verbessert es hier durch die Hüfte, tut das Fahnenkreuz hier verkleinern. Nehme ich an. Also nicht. Hallo. Weg. Tollwütig, gib weg, ich habe keinen Bock mehr auf eure blöde Krankheit. Die habe ich ja auch nicht mehr. Ha. Sie haben jetzt abgehauen. War noch eine. Vielleicht zurück. Ist sie erledigt? Ich habe letztes Mal mit noch gesehen.
Oh, wir sind überall verdammte Autos. Ey. Ein Magazin oder eine Wackelpuppe mal spendieren. Das geht. Möchte er nicht. Möchte nicht zu viel verlangen, aber irgendwie doch. Die Koberger Fertigungsanlage, ja. Muss ich auch ein paar Mal, nee, ich bin schon so oft da drin gewesen, ich verirre mich immer noch da drin. Ne? Verdammte Gebiet, wo man irgendwie, weiß ich nicht, der Aufzug irgendwie so komisch da versteckt ist und ich keine Ahnung habe, wo ich da immer hin muss. So, jetzt habe ich natürlich dieses Vollidioten-Park hier. Und natürlich ist jetzt kein Gegner in der Nähe. Das heißt, es ist voll die Verschwendung. So, Gegner. Ist zu wenig. Da war viel. Da ist noch mehr Gegner. Schaden. Okay, ist leider aber nur abgeschossen. Ist aber leider nur doppelläufige Schrotgewehr und die sind nicht gut. Warum ich einige Sachen verpasst habe, also wichtige Sachen, so Wackelpuppen oder Magazine, das würde mich voll ärgern. Ja, und wenn ich alle Gebiete irgendwie durch habe und ich habe nicht alle Magazine oder Wackelpuppen, dann werde ich vielleicht mal nachgucken, ob ich die irgendwie so noch herkriege irgendwo. Wo man die herkriegt. Bruder Edmunds Terminal Tagebücher. Was stand da jetzt? Toll. Bin drin. Entdeckung. Gepriesener Atom. Okay, ich habe mir das schon irgendwie gedacht. Na gut, ja, tun wir mal. Ich hier so. Ja, kann ich auch so. Ich soll vielleicht erstmal mit den Gebieten anfangen, die ich auf der Karte verzeichnet habe, aber noch nicht erkundet habe. Wäre vielleicht irgendwie besser. Aber ich habe schon wieder zwei Gebiete gefunden. Auch wenn die sich jetzt nicht so gelohnt haben. Die bietet einen Motor an. Kann ich eine Strahlungsresistenz Wackelpuppe oder so sein? Das gibt es nicht, aber ich glaube, ich bin überhaupt laut genug. Vorhin war das noch laut genug. Mikrofon, ey. Warum haben wir das auf einmal abgeschmackt? Ja, hier haben wir viele Gebiete, aber alles ist schon erkundet. Warte mal da. Hier. Cambridge Polymer Labs. Könnte ich ja vielleicht mal, obwohl gerade weil ich die schon auf der Karte habe. Ach, das ist Grey Garden, oder? Wir sind in Grey Garden. Diese Roboterfarm. Ich muss schon sagen, wo sind die alle? Gerade weil die auf der Karte ja verzeichnet sind, brauche ich die, glaube ich, erst später hier erkunden. Hier schon mal überhaupt. Was? Okay. Das ist natürlich noch besser. Ein Gebiet finden, das nicht auf der Karte verzeichnet ist. Ist doch auch nicht schlecht. Kommt er schon wieder rein?
Übrigens wieder alles grün, ja. Luca World wird alles rot. Oder rot und weiß. Ja, ich kann ja auch Kombis hier irgendwie machen. Ja, Pip-Boy irgendwie weiß. Meine HUD grün. Oder später rot. Nix, okay. Cool. What? So, da ist die Tür wahrscheinlich über mir. Jetzt Laser mal gelesen. Schau es mal, Laser mal. Oh. Wie ein Laserschwert, nur als Hammer. Das war eine geile Idee. Da muss ich hier Dings finden, oder was? Nö. Okay. Klo. So, ja. Also diese Untersuchungsaktion von Dingens. Das kurz online. Na, wie komme ich jetzt durch die eine Tür? Aber ich will da raus. Was? Okay. Weil solche Sachen hätte man auch. Ich muss mir mal irgendwann eine Power Armor mit. Ja, okay, kann man auch so in was. Muss mir mal irgendwann eine Power Armor mit einem Jetpack machen. Dann könnte ich mich einige Dinge einfach durchfliegen. So, was ist jetzt hier mit diesem einen Gebiet? Diese eine Tür. Wie komme ich da hin? Kann ich jetzt hier nicht einfach weggehen? Nee, ich finde den Otto nie wieder. So, irgendwie da reinkommen. Eine Tür. Unzugänglich. Das klemmt. Arsch. Nutzlos. Kaputt. Bringt nichts. Klemmt. Klemmt. Wieder hinkommen. Kann nicht wahr sein. Was? Keine Ahnung. Schon nichts Wichtiges drin sein, hoffentlich. Hoffentlich. Oder drehe ich durch. Arsch. Ey. Hätte ihn diese Sprache beigebracht, ey. Dein Sohn? Gut, hätten wir das auch. Kann ruhig ein bisschen ergiebiger sein, die ganzen Sachen, die ich hier finde. Aber okay.
Also jetzt abgestreicht. So, ein bisschen dahin, das sieht noch ein bisschen leer aus. So, also Blähfliegen. Hi. Tschüss. Tschüss. Okay. Danke, Dance. Mhm. Noch ein Ort. Einer geht noch. Da. Eine Wohnwagensiedlung. Da ist die mit dem Eichhörnchen, oder? Was? Gift. Ich meine Blutdruckschaden. Wo bist du? Wo bist du? Alter, brauchst du nicht darauf schießen, auf das Viech, ey. So, letzte Teil. Tot, okay. Machen wir noch ein rotes Teil. Autobahn möchte ich auch mal irgendwann rumlaufen. Schon auch irgendwo was. Irgendeiner Straße. Ja, und da haben wir ein Raketenzeichen. Das hat die Red Rock Trastätte, die ich die ganze Zeit suche. Aber der Sonnenlicht kommt durch Boden. Alter. Das sieht nach diesen Eichhörnchen-Wohnwagen-Dingen aus. Wir sind sogar Bruder. Ja. Ja, ich habe ihn getötet. Was machst du jetzt? Aha. Du bist abgestochen. Sag ich, wenn ich nur auf einen die ganze Zeit rumstiche. Du bist abgestochen. Ist es doch. Ja, das ist eigentlich schon, oder? Mal einfach ab. Und dann weiß ich, den Ort kann ich hier auf Screen erkunden. Mache ich den hier auf Screen zu Ende. Weil den haben wir ja schon gesehen. Den nur nicht wiedergefunden. Mitnehmen, hallo? Planned place. Ist ja vielleicht noch ein Magazin oder so. Aber ich habe auch nicht alle Magazine, die ich im anderen Spielstand hatte. Da fehlen mir, glaube ich. Ja, zum Beispiel alle Gognak-Magazine und jetzt habe ich nur 9. Also eins muss ich übersehen haben. Oh, der geht auf seine Eiche. Hallo. Jetzt darf plus 25 Erfahrungspunkte für Serien von Frauen. Da habe ich alles, was lohnenswert war, eingesagt. Oh Gott.
Hallo. Okay, die werde ich dann einlagern. Die werde ich dann zu Hause einlagern. Mal gucken, was sich hier noch befindet. Diese Wohnwagensiedlung haben wir schon als gesehen. Und dann, wie hat gefällt sie nicht ganz? Sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich dann vielleicht wieder hier bin. Nur halt woanders hingehe. Hier ist noch irgendein Gegner, hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Ich glaube da, ne? Da. Und du? Was? Da wollte ich nicht. Doch, wollte ich. Bla. Puff. Doof. 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 Na gut. Okay, reicht jetzt. So, würde ich sagen, ich beende Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.